Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Es ist 5 Uhr. Radio 1 Kompakt. Ehemalige Verdingkinder in der Schweiz sollen bis zu 25.000 Franken Entschädigung erhalten, so will es der Nationalrat. Er hat den Gegenvorschlag zur Wiedergutmachungsinitiative angenommen. Mit diesem können die Opfer fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen schneller entschädigt werden. Der Nationalrat bleibt damit deutlich unter der Forderung der Wiedergutmachungsinitiative. Ursula Biondi, Präsidentin vom Verein Rehabilitierung der Administrativversorgten, ist dennoch zufrieden. Ich bin natürlich auch zufrieden, es ist auch eine Erlösung, weil wir kämpfen ja schon so lange und es wäre langsam Zeit, wenn wir alle eine Ruhe bekommen. Natürlich hat man sich mehr erhofft, das ist ganz klar, aber es ist, wie es ist. Und das, was heute war im Parlament, also es ist ein guter Entscheid. Es sei zu hoffen, dass nun auch der Ständerat Ja sagt zum Solidaritätsbeitrag von insgesamt 300 Millionen Franken.